Now let me get this straight. Penis. Selbst wenn es beim ersten Mal nicht gleich so richtig klappt. Ich bin jetzt voll der Banger, also. Ja, Porno ist sehr schön. Deep throaten und es bis hierhin reinnehmen. Ja, ich glaube, voll viele Jugendliche machen sich echt Gedanken so beim Thema Sex. So, schaffe ich das? Kann ich die andere Person befriedigen? Ist zu viel Druck? Ja. Das ist heute Thema bei Bubbles. Meine Freundin und ich sind jetzt schon ein halbes Jahr zusammen und haben noch immer nicht miteinander geschlafen. Ich traue mich einfach nicht, weil ich Angst habe, sie nicht zu befriedigen. Oh. Das kenne ich ja. Ich glaube, das ist eine Angst, die auch sehr normal ist, wenn man noch nicht so viele Erfahrungen in dem Bereich hat. Aber dann war es doch nicht so schlimm, weil es war ja schnell vorbei. Aber es ist eine sehr unbegründete Angst, weil das Einfachste ist, einfach mit dem anderen zu reden. Es ist sehr sexy, wenn du immer wieder nachfragst, ist das okay, tut das weh oder ist das angenehm, wie soll ich mich am besten bewegen oder sowas. Sachen auszusprechen, bei denen man Angst hat zu versagen, finde ich, also da macht man sich halt so verletzlich und es fühlt sich immer so an, als würde man seine Schwäche eingestehen und zugeben, dass man etwas nicht kann. Und oftmals geht es dem Partner ja auch so, dass er da ein bisschen unsicher ist. Voll okay, wenn man beim ersten Mal so richtig, noch beim Hose ausziehen sich in die Hose nudelt. Und weißt du was, dann verwöhnst du sie danach weiter, wenn du merkst, sie war noch nicht so weit. Dann bist du durch, alles gut, du bist fein und dann kümmerst du dich nochmal um sie und dann ist sie auch happy. Und dann wirst du wahrscheinlich irgendwann so rückblickend denken, so warum war ich aufgeregt, ich bin jetzt voll der Banger. Also. Ihr Lieben, folgt uns mal auf Instagram, bubbles.insta. Wir sehen uns dort. Ich mache mir vorm Sex so einen Druck, dass ich dann keinen mehr hochbekomme. Was kann ich dagegen machen? Ja, Falk, da kennst du dich ja mit aus. Es ist so ätzend. Es gibt immer nur dieses das und das. Es gibt so, entweder ich bin so gestresst, dass ich keinen mehr hochbekomme, oder ich bin so aufgeregt, dass ich sofort abspritze. Es ist so, what the fuck. Bitte, bitte sag ihr nicht, oh, das ist mir bei niemandem zuvor passiert, weil dann denkt sie, oh mein Gott, das liegt an ihr und fühlt sich dabei schlecht. Versuchen, den Druck sich selber zu nehmen, indem man sich klar macht, dass es jetzt nicht davon abhängt, dass man da irgendwie super performt. So. Man kann sich ja so ein bisschen, genau, um die Dame kümmern, man kann sich ein bisschen kuscheln und dann bekommt man vielleicht auch selbst automatisch wieder Lust. Mit Sicherheit. Einfach vertrauen, so, dass es klappt und dann klappt es eigentlich auch. Ja, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare. Und wenn es aber dann doch zu intim wird, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an bubbles@funk.net. In Pornos halten die Männer immer so lange durch. Ich habe Angst, dass meine Freundin mich auslacht, weil ich immer so früh komme. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil deine Freundin wahrscheinlich noch nie mit einem Pornostar geschlafen hat. Holla dia, ich bin auch einer, der immer sehr früh gekommen ist, so eine Zeit lang sogar, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber das ist auch nicht so dramatisch, das ist ja eigentlich auch ein Kompliment an die Frau. Ne? Es wäre auch schlimm, wenn du gar nicht kommen würdest. Ja, glaube ich, dass es einfach das Bild, was so in Pornos vermittelt wird, zwar nett fürs Auge ist, aber nicht wirklich kohärent mit der Realität ist. Pornos sind ja auch gestellt. Es ist nicht realistisch, dass die da irgendwie, keine Ahnung, 3 Stunden am Stück durchwirkeln oder so. Das nicht. Oft auch irgendwie ein bisschen mit Viagra zu tun hat oder dass die Leute sich irgendwas spritzen, um lange durchzuhalten. Ist ja auch meistens gar nicht real so, sondern irgendwie zusammengeschnitten aus mehreren Geschlechtsakten. Aber auch diese Pornodarsteller haben zwischendurch Pause, gehen in die Kantine nackt und essen dann und machen dann fröhlich weiter. Ganz ehrlich, nimm dir bitte keine Pornos als Vorbild. Reiz es irgendwie aus, denk an was anderes. Ich habe zum Beispiel an, ich wollte jetzt nicht Angela Merkel sagen, aber ich denke an Angela Merkel, ey, keine Stunde. Mein Freund wünscht sich, dass ich ihm einblase. Ich glaube, er denkt, dass ich das schon gemacht habe. Habe ich aber nicht. Und ich habe Angst, es falsch zu machen. Bitch, man. Das liegt ja schon im Blut. So viel gibt's da, glaube ich, auch nicht, was man falsch machen kann, dass man da so große Angst haben müsste. Könntet ihr euch ja auch einfach rantasten, so, also, weißt du, aus dem Gespräch wird dann vielleicht kuscheln und dann mehr und so. Du musst auch nicht direkt deep throaten und es bis hierhin reinnehmen. Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn du deinem Freund sagst, dass du es noch nicht gemacht hast. Und dann wird er dir wahrscheinlich auch sagen können, was er mag oder wie du es machen sollst. Sieh es als Erkundung. Du schaust einfach mal, wenn du das machst, wie reagiert dann sein Penis. Und dann wird es von Mal zu Mal auch sicherer werden. Du wirst merken, was ihm gefällt und was nicht. Dem Mann wird es gefallen, habe ich mir sagen lassen. Wenn es der Freundin auch gefällt, wenn man dabei Dinge sagt. Und wenn du einfach dir quasi den Penis deines Freundes dir vorstellst, als wäre es eine kleinere Version von ihm, den du ganz doll lieb hast. Ja, und dann einfach Feedback zu bekommen, also zu fragen, hey, gefällt dir das? Möchtest du es anders haben? Fester, was weiß ich, wie auch immer ihr das dann machen wollt. Aber so kann man es ja auch irgendwie machen. Und von Mal zu Mal wird es dann einfacher, entspannter, besser. Und auf die Zähne achten.
Wenn du das aber auch nicht möchtest, dann ist es auch nicht schlimm, wenn du es nicht machen magst. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ja, da reden wir über die Angst vorm Scheitern. Wobei ihr auf keinen Fall scheitern werdet, ist hier beim Daumen nach oben geben bei diesem Video. Also einfach da draufklicken, ist ganz einfach.